Ich halte mich noch mal im Backup, falls Nachforderungen kommen, und sonst würde ich. Ambulance 3, Code 6. Code. Fuck, wir sind da! 10:30 am MD und check. Entschuldigung! Hallo! Entschuldigung, Sir, das hat nichts mit Ihnen gehört. Christian? Christian? Ja, ich würde sagen, der ist ein bisschen weggetreten gerade. Okay. Christian! Oh Gott. War nur die Wange. Es war nur die Wange. Der arme Christian. Warum tut mir eigentlich die Backe so weh? Was ist denn da eigentlich? Warum brennt mir die Wange so? Ich hatte das Gefühl, mir hätte einer in die Fresse geschlagen. Was ist denn das? Oh, ja, schon wieder so spät. Ich, Willst du ihm das mal erklären? Also gegebenenfalls habe ich dir leicht die Wange getätschelt, wie du uns mal weggeklappt bist. Okay. Ne? Also. Leicht getätschelt, ich spüre es, ja. Christian, du darfst dich irgendwann rechnen. Irgendwann. Gut, ja, Christian, ich geb dir hier mal ein T-Shirt, soll ich dir da mal reinhelfen? Ja, bitte. Dankeschön. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ich hasse dich so sehr. Es lag ganz oben im Schrank. Ich hab nicht geguckt, was es ist. Ich hab's einfach genommen. Ich hasse dich. Ja, ich hab dich auch lieb, Christian. Wie kannst du denn ihm so ein T-Shirt aussuchen? Ich hab nicht geguckt. Also, ne? Es tut mir leid. Es lag halt da. Aua, Christian, was machst du denn da? Alter Christian, lass deinen Rücken in Ruhe! Au! Oh! Und hat er sich gerade um 360 Grad insgesamt gedreht? Nee, er dreht sich in die Richtung. Oh Gott! Ja, die Leitstelle des MD, wo ist der Notfall? Der steht direkt hinter mir. Ja, vorhin. Ja, wir müssen es ja förmlich machen. Mhm. Ja. Ja, ja, sagen Sie, haben Sie eine freie Einheit? Für einen Einsatz? Ich schau mal gerade nach. Im Grunde nur die Dame hinter Ihnen. Ja, okay, gut dann. Ja, super, alles klar. Ciao. So, und der Drop, ha? Ich hab genau dasselbe gedacht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wenn Gummibären kommt, raste ich aus. Gummibären! Du hast jetzt ein Traum wahr geworden, oder? Ich kann nicht mehr. Komm, ich lasse dich hier nicht alleine. So, ja, so, dann fahre ich euch eben. Ja. Wir haben zwar Halloween, aber so gruselig sehe ich jetzt auch nicht aus. Ja, oh Gott sei Dank. Okay. Oh Gott sei Dank. Ich muss sie nicht ausstimmen. Weißt du manchmal, wie Richie Bock auf Tennis spielt? Oh, ich sehe mich weißt da richtig was, manchmal in so einem kurzen Kleidchen und so. Das weißt du, was dazu gut passen würde? Was denn? So pinke Haare. Ja, oder? So weißes Outfit, pinke Haare. Mit so einem Zöpfchen, ja. Mit so einem kleinen Zöpfchen, ne? Ja.
Hallo? Was machen ihr hier? Bringt ihr etwa Bier? Mir ist nicht mehr erlaubt, gab zu viele Ungefälle. Wir haben nun den Spaß aus ganz anderer Quelle. Wir machen nun Musik, macht auch ihr das auf die Schnelle. Können sonst nichts verstehen. Mit dem Beat müsst gehen. Ey Mann, helf uns doch mal. Wir brauchen dringend eine Puppe, die müssen wir wieder zusammensetzen. Hast du vielleicht für uns noch ein Stück dieser Puppe, die wir so dringend brauchen? Können euch jetzt verstehen. Scheiße. Mit... Nee, müsst nach hinten gehen. Dann machen Sie bitte Folgendes. In meinem Fall jetzt rechtes Ohr über Mund und Nase bei Christian. Blick Richtung Bauch. Hat folgenden Hintergrund. Zum einen merke ich am Ohr, ob er atmet, und zum anderen sehe ich, ob sich die Bauchdecke hebt und senkt. Du merkst so. Am Ohr, ob er atmet? Also, ja, ich spüre, wenn er ausatmet, wenn er ausatmet, dann spürt man das am Ohr. Okay. Ach so, du legst dein Ohr darüber. Ich habe nicht sein Ohr. Nicht an meinem Ohr, ob der Atem also, rauskommt. Nein. Also die Erklärung hat sich gerade so angehört, ich muss das rechte Ohr nehmen bis zum Kinn rüberziehen. Um Missverständnisse auszuschließen. Genau, also ich würde mal sagen, wenn er wieder da ist, 10 bis 15 Minuten. Okay, ist klar. Ah, da ist er doch. Wenn man vom Teufel spricht. Ui. Mhm. Ich glaube, den bekam der Kaffee nicht. Da ist mir aber gerade ein Schauer über den Rücken gelaufen. Du fühlst dich plötzlich so beobachtet von hinten, ne? Mm. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so. Dieser Atem im Nacken. Ey, ich bin heute schon 2 Stunden im Meer gesprungen, gedanklich. Was willst du? Was? Ja, klar. Schreien da draußen, Junge. Schreien da draußen, ey, ganz ehrlich. Mein Gott, ey. Ist das ein Lärm da draußen? Moment. Ja, mal fest. Halt doch mal die Klappe da oben! Oh, da draußen! Da los, okay. Rennt doch schon wieder einer über den Freeway. Jetzt lass die Drogen in der Tasche, geh weg jetzt. Ja, Medical Department, wie Geld am Telefon. Wo brennt's denn? Hallo, mein Name ist Magnus. Ich bin hier gerade an einem Verkehrsunfall vorbeigekommen. Hier liegt eine bewusstlose Person. Wir befinden uns an der südlichen Seite vom Stadtpark. Ja, wie gesagt, die Person ist aktuell nicht ansprechbar. Ja, ich schick mir rum, kein Problemchen. Alles klar, ich warte dann hier vor Ort und pack die Person schon mal in die stabile Seitenlage. Ja, wunderbar, Sie denken mit, das habe ich nicht jeden Tag. Ich bin begeistert, also. Können Sie den bitte als Leitstelle nehmen? Ich bin dafür. Ich bin dafür. Bitte bewerben Sie sich. Ja, unbedingt, ey. Okay. Unbedingt. Okay, gut, ja. Ist da nicht wahr? Ich hab den Christian gemacht. Oh, ich höre ein Auto. Bitte bemerk mich. Bemerke mich! Ja, schwierig. Kann mich mal bitte jemand bemerken? Bruder, bemerk mich! Hau nicht ab! Bruder, bemerk mich! Die gucken halt alle nicht. Die gucken alle nicht rein ins Auto. Auto, bitte bemerk mich! Ja, du bemerkst mich. Ja. Ja! Oh, das sieht gar nicht gut aus. Finally! Du bist an, okay. Ja?
Können Sie uns hören? Hallo? Hallo, Sir? Hören Sie uns? Endlich! Hartmann, hallo, wir sind beim Parkhaus der Staatsanwaltschaft. Hier ist ein Auto unter ein Herr unter einem Auto angeklemmt. Unter? Er ist bewusstlos, wir rufen. Ich bin nicht unter dem Auto! Ja, ich will ihn jetzt auch nicht rausziehen, weil ich glaube, da weiß ich nicht. Nee, das. Ich bin nicht unterm Auto! Jawohl, wir sind hier. Wir sollten da gar nichts machen, tatsächlich. Ja. Nee, ich bin nicht unterm Auto, Leute. Oh Gott, die sehen das anders. Die sehen das anders. Fuck. Ich. Naja. Schön, dass wir hier auch alle stehen, ne? Wollte gerade sagen. Ey. Ich fahr mal kurz meinen Wagen rein, ne? Hat jemand ein Auto auf die Straße stellen? Der hat nicht gerade auch einen Unfall gebaut, oder? Hallo, können Sie mich hören? Okay. Person ist soweit nicht ansprechbar. Alles klar. Ja, das ist halt das Problem. Guck mal, ganz unten links, da blinkt das Essenssymbol. Das kleine orangene Symbol. Das ist so kleine Ecke, ich sehe das halt nie. Oh Gott. Mein Auto.